Herzlich willkommen zurück in Planet Coaster 2 im Karrieremodus. Wir sind immer noch in Szenario Nummer 1, Parks und Restaurierung, und haben letzte Folge die Silbermedaille abgeschlossen. Und diese wunderschöne Achterbahn hier und diesen Flatride hier gebaut. Und wie ihr seht, ist der ja auch schon thematisiert und die Achterbahn noch nicht. Ich habe jetzt gedacht, es wird vielleicht Sinn machen, hier den Minotaurus einfach als Thema für die Achterbahn zu nehmen. Und ich schaue mal, ob ich das irgendwie thematisiert bekomme. Ich bin mal gespannt, wie ich das mit der Station machen möchte. Das ist mir selber noch ein Rätsel. Ich bin gespannt, ihr hoffentlich auch. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Ein paar Stunden später und unsere Achterbahn sieht jetzt so aus. Also zugegeben, das waren jetzt nicht ein paar Stunden. Wir haben schon einen anderen Tag mittlerweile. Ich hatte ein wenig Spaß mit der Achterbahn, sagen wir mal so. Ich habe auch angefangen, das Ganze aufzunehmen in mehreren Timelapse, nicht nur einer. Aber habe ich es einfach aufgegeben, abgebrochen, weil das einfach viel zu viel gewesen wäre für das eine Video jetzt. Wenn ich das halt beschleunigt hätte, hätte man, glaube ich, gar nichts mehr erkannt. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach so eine kleine Mini-Tour von der Achterbahn. Genau, und schauen uns erstmal alles so an, was wir hier überhaupt haben. Also, die ganze Bahn heißt Minotaur's Maze. Minotaur ist eine Sagengestalt und der ist wohl bekannt dafür, dass er so ein Labyrinth hat, wo du nicht mehr rauskommst, außer du erfüllst irgendeine Herausforderung von ihm oder irgendwie sowas. Ich bin da tatsächlich nicht so ganz drin, aber ich muss da gucken, was es so für mythologische Dinge gibt, die man mitnehmen könnte. Weil, naja, das Ganze ist im Endeffekt immer noch ein Mythologie-Themenpark hier, ne? Genau. Ja, wie ihr hier schon sehen könnt, ne, die Warteschlange ist tatsächlich ziemlich detailliert, sag ich mal. Da fährt gerade die Achterbahn los. Das Ganze ist nicht wirklich realistisch. Ne? Das ist eigentlich viel zu nah hier an der Achterbahn dran. Aber ich habe das leider so gebaut gehabt. Aber es sieht halt cool aus. So, ne? Genau. Ja. Und das ist jetzt dann die Station hier. Ja, ich würde mal sagen, wenn die Bahn hier durch ist, dann schnappen wir uns die mal und fahren mal eine Runde mit, ne? Ja, viele von den Ecken hier sind tatsächlich auch ein bisschen sehr eng. Wie gesagt, das Ganze ist halt jetzt am Ende nicht realistisch geworden. Ich wollte es einfach nur thematisieren und ja, das ist am Ende dabei rausgekommen. Das ist unsere Achterbahn. Was denkt ihr? Also, ich muss sagen, ich bin ziemlich happy damit, wie das Ganze geworden ist. Es war tatsächlich ziemlich spannend, weil ich während des Bauens am Anfang gemerkt habe, ich habe halt einfach alles irgendwie umrundet hier und es sah alles total furchtbar aus. Und ich habe gedacht, gut, es wird keine schöne Thematisierung, aber es hat Karrieremodus, da muss halt schnell gehen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, einfach immer mehr Details und Details daran zu bauen. Das ist übrigens der Ausgang von der ganzen Achterbahn. Ist auch gut, wie das nochmal interagiert hier. Das hier ist übrigens auch ein bisschen eng zum Laufen, aber es passt alles. Theoretisch, man darf halt nur die Hände nicht hochstrecken, dann ist alles in Ordnung. Genau, jetzt sind wir wieder draußen. Könnt ihr rutschrecht wieder reingehen hier. Ich bin schon sehr happy mit der ganzen Bahn, wie sie jetzt am Ende geworden ist. Auch wenn das Ganze jetzt ein bisschen ausgeartet ist, ist ja nicht so schlimm. Für den Park ist es cool. Aber ich denke, ich werde tatsächlich nicht noch so eine Bahn bauen, zumindest nicht in dem Szenario hier. Das hat einfach viel zu lange gedauert dafür, dass diese Videos eigentlich relativ schnell und regelmäßig kommen sollen. Aber ist ganz cool. Meine erste Achterbahn in Planet Coaster 2 ist tatsächlich fertig damit. Wir können eigentlich die Bahn einfach mal nehmen und sie einfach mal in den Workshop stellen. Denn die Bahn hat weniger als 4000 Teile. Ich glaube, es sind 3000. In einem Szenario-Modus sowas so Teures dahin zu bauen, zu thematisieren, ist halt eigentlich auch nicht so der Sinn dahinter. Ich glaube, ich spiele diesen Karrieremodus auch ein bisschen falsch. Ich meine, wir haben 400.000 Dollar und wir sind mittlerweile auch an Tag 8. Also es ist sehr viel Zeit vergangen, seit ich das angefangen habe zu thematisieren. Ich bin tatsächlich auch noch nicht besonders schnell in dem Spiel. Das ist ja, glaube ich, das Normalste der Welt, dass es mit der Zeit kommt. Ich dachte, wir nutzen jetzt einfach die Gelegenheit mal, um uns mal anzuschauen, wie der Workshop funktioniert. Also ich kann die Attraktion jetzt nehmen und hochladen. Als neues Element hochladen. Dieses Bild hat eine furchtbare Auflösung. Okay, ich kann es aber auch nicht ändern, das Bild. Ich werde es erstmal jetzt so lassen und ja, das Ganze mal so in den Workshop hochladen. Ihr könnt ja mal in den Workshop reinschauen, euch das Ding runterladen, wenn es euch gefällt. Und vielleicht auch in euren eigenen Park stellen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Damit geht unsere erste Achterbahn
In den Frontier Workshop. Ah, da ist es doch. Wunderbar. Das ging jetzt ganz schön schnell und auch ganz schön einfach. Cool, ja. Dann haben wir das Ding jetzt im Workshop drin und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. So, jetzt schauen wir uns tatsächlich auch mal an, was eigentlich unser Ziel für heute ist. Und zwar die Goldmedaille wollen wir heute erreichen. Deswegen sind wir ja eigentlich hier. Und für die Goldmedaille müssen wir 5 ebene Fahrgestelle, also noch 2 Flatrides bauen, die nächste Achterbahn öffnen und eine neue Achterbahn bauen. Die nächste neue Achterbahn, die ich bauen werde, wird definitiv nicht in diesem Ausmaß von der hier sein, aber wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was vor heute. Ich habe während des ganzen Bauens von der Attraktion aber auch die ganze Zeit mitbekommen, dass unser Park gefühlt vor die Hunde geht. Ich habe die ganze Zeit irgendwelche kritischen Fehlermeldungen und so bekommen, aber ich habe mich halt nicht darum gekümmert, weil ich einfach gebaut habe und mir gedacht habe, das ist eigentlich das, was man sich hier im Karrieremonster-Display anschauen könnte und diese Fehler versuchen könnte zu beheben. Also, was sagt unsere Parkverwaltung? So, wie geht's den Gästen? Die sind ein bisschen schlechter gelaunt mittlerweile, weil die sehr durstig sind. Okay, wir müssen also auf jeden Fall noch einen Getränkeladen bauen. Wartungsstatus ist eigentlich überschaubar. Vielleicht sollten wir noch einen Techniker einstellen. Das merken wir uns mal. Kann man da irgendwie einstellen, dass die häufiger gewartet werden? Scheinbar nicht, aber der Status ist ja gewahrt. Das ist eigentlich alles gut. Ich glaube, es liegt einfach nur daran, dass dieses Fahrgeschäft mittlerweile schon so alt ist. Diese ganzen Fahrgeschäfte sind mittlerweile einfach so alt geworden, weil ich halt während des Thematisierens den ganzen Park habe weiterlaufen lassen, um ein bisschen Geld zu scheffeln. Sollte ich beim nächsten Mal vielleicht nicht machen, damit es sich alles veraltet hier. Unsere Mitarbeiter bekommen alle ein faires Gehalt. Das ist eigentlich auch ganz cool, dass man das nicht mehr händisch machen muss, sondern halt nur kann, wenn man möchte. Das spart auf jeden Fall auch noch ein bisschen dieses Hin- und Her-Klicke. Das ist ganz cool. Eigentlich suchen die ja alle nach Arbeit, ne? Also eigentlich haben wir genug Techniker. Brauchen wir nicht noch einen einstellen. Aber die Fahrgeschäftsmitarbeiter, die scheinen gut ausgelastet zu sein. Vielleicht brauchen wir davon eher noch einen. Ja, wir können mal wieder ein paar von diesen Forschungspunkten ausgeben, die wir jetzt über die letzten 8 Tage angesammelt haben. Warum denn auch nicht? Wir erforschen einfach mal alles, was wir erforschen können. Wenn wir eh schon so viele Punkte haben, dann können wir die auch nutzen. Okay, mehr kann ich gar nicht ausgeben. Okay, wir stellen also noch einen ein, noch einen Personaler ein für die Fahrgeschäfte. Zack, willkommen im Team, Amy. Und ich denke, jetzt ist es erstmal an der Zeit, noch ein bisschen Mitarbeitergebäude zu bauen, oder? Wieso denn nicht? Und dann machen wir einen Mitarbeiterweg und verbinden das mit dem Rest des Parks. Ich würde sagen, das Ganze verstecken wir noch ein bisschen mit ein bisschen Szenerie. So, damit fällt das doch eigentlich gar nicht mehr auf. Einen Getränkeladen wollten wir noch bauen. Kommt der doch gerade noch hier hin. Und dann öffnen wir den und erhöhen dann auch direkt noch ein bisschen die Preise. Ja, machen wir alles ein bisschen teurer. Was denken die Leute an unseren bisherigen Getränkeständen? Pipjot ist nichts für mich, weil dort überall Zutaten drin sind, die ich nicht essen kann. Ah, übrigens kleiner Übersetzungsfehler, da steht Wiel, nicht weil. Interessant, okay. Müssen wir jetzt ein bisschen drauf achten, ne? Ja, diese Läden sind alle ganz schön voll. Aber die generieren halt auch ordentlich Kohle. Ich würde sagen, platzieren jetzt hier unser neues Fahrgeschäft noch. Dann haben wir das Ziel zumindest schon erreicht. Und dann schauen wir, ob da noch ein bisschen Platz übrig ist, um noch ein paar Läden hinzusetzen. Aber könnt ihr eigentlich mal gucken, ob man da einen Blueprint aus dem Workshop dafür nehmen könnte. Okay, ich habe jetzt im Workshop ein paar Blueprints gefunden. Das hier sah für mich so aus, als würde es hier reinpassen. Ist dann auch direkt ein ebenes Fahrgeschäft. Wir brauchen hier eins. Aber ein ebenes Fahrgeschäft braucht ja auch eine ebene Fläche, auf die man es platzieren kann. Deswegen machen wir hier vorher erstmal Platz, bevor wir es platzieren. So, dann verbinden wir den Eingang noch mit dem Weg. Ich würde gerne auch ausprobieren, wie gut sich das hier verschieben lässt, weil das macht mich einfach total kirre, dass wir hier nicht... Wow, das ist ja abgefahren. Wie cool. Ja, jetzt haben wir auch einen anständigen Platz, wo die Leute langlaufen können. Das ist sehr cool. Ey, dieses neue Wegetool ist wirklich sehr, sehr mächtig. Das gefällt mir echt gut. Jetzt haben wir natürlich doch keinen Platz mehr für neue Shops, aber wir müssen erstmal den hier aufmachen. Und damit müssen wir auch unser... Ach, wir müssen 2 Flatrides bauen. Okay, wir haben uns jetzt hier noch nicht erreicht. Na gut, dann müssen wir noch eins bauen. Ich mache den hier vorher noch ein bisschen drumherum schön, dass er sich mir eingliedert in die ganze Szenerie und dann bauen wir den nächsten. Damit wäre unser Cube auch schon mal einthematisiert. Ist doch eigentlich ganz nett geworden. Wir
könnte vielleicht hier den Platz noch ein bisschen erweitern mit diesem wahnsinnig coolen Wegetool. Bin ja Fan davon. Zumindest wenn es funktioniert, bin ich Fan davon. Ja, fast. Ja, so, warum denn nicht? Wir müssen halt irgendwo noch ein Flatrate öffnen. Und wir wollten noch ein bisschen Shops bauen. Vielleicht was für Souvenirs. Ich finde Looney Bloons sehr passend, muss ich sagen. Ach, hier gibt es auch noch so welche mit Mustern. Das ist ja cool. So, teure Balloons gibt es jetzt auch. Was müssen wir denn noch machen? Eine Werbekampagne sollen wir machen. Das geht doch auch ganz flott. Dafür müssen wir in die Parkverwaltung. Und Parkbewertung. Nee. Unter Parkoptionen. Nee. Unter Finanzen. Nee. Unter Forschung. Nee. Attraktionen und Läden? Nee. Personal? Nee. Hä? Wo ist es denn? Bei Gäste? Meine Güte, das letzte Tab, der noch gefehlt hat. Na gut, dann halt bei Gäste so. Fahrgeschäft, Prestige, Profis. Werbung erstellen. Gut, dann war das nächste auch schon erreicht. Wunderbar. So eine richtig schöne kleine Ecke, die wir hier oben gebaut haben. Ne? Welche Achterbahn müssen wir denn vervollständigen? Drust Roder. Dann würde ich sagen, machen wir das doch mal. Ja, wunderbar. Achterbahn ist wieder vervollständigt. Und ich würde sagen, wir geben direkt eine Testfahrt und wir fahren mal mit. Ich fand, die sah auf jeden Fall sehr außergewöhnlich aus. Wir hatten ja bisher eher so ein bisschen klassischere Layouts. Und das ist ja jetzt zum einen ein außergewöhnlicherer Achterbahntyp. Und auch das Layout ist ein bisschen interessant, möchte ich es mal nennen. Die erste Kurve eben war auf jeden Fall schon ein bisschen hakelig. Aber die steht ja auch schon seit Jahrhunderten von Jahren hier, von daher kann man es ja niemandem verübeln. Was denn das? Die Achterbahn geht hier über den Weg drüber. Das müssen wir gleich noch ändern. Boah, ist das super knapp. Also, der Achterbahn stößt hier den Kopf. Die ist tatsächlich gar nicht mal so gut. Hier fahren wir sogar wirklich durch. Ja, also die würde bei mir nicht durchgehen. Ich glaube, die würde ich neu bauen oder zumindest mal glätten wollen. Aber ich darf ja nicht. Das sieht wirklich aus wie eine von den Achterbahnen, wo die Achterbahner früher noch nicht so richtig wussten, was sie tun. Aber sie ist ganz schön lang. Das muss man ihr lassen. Mit den ganzen Liften ist auch mehr Zugbetrieb gar kein Problem. Das ist eine gute Sache. Aber sie sieht bei vielen Ecken echt unfertig aus. Wie oft wir durch die Bahn selber durchglitschen und so, das ist schon hart. Bisschen schade um den schönen Park, dass wir sowas hier drin stehen haben. Klingt ein bisschen gemein, aber das ist halt meine ehrliche erste Meinung, erster Eindruck davon. Was sagt Plan Corso selbst zu der Bahn? Ja, Plan Corso selbst sagt auch, die ist furchtbar. Cool. Dann sind wir jetzt im Karrieremodus wohl gezwungen, diese furchtbare Achterbahn zu nutzen. Zeit, dieses Ding zu eröffnen. Ach so, ah ja, wir haben keinen Strom, natürlich. Ja, also den Strom brauche ich eigentlich nicht wirklich verstecken bei der Bahn, weil das ist ja eh nicht so wirklich hübsch. Okay, dann machen wir unseren Backstage-Bereich hier hin. So, und die verbinden wir jetzt auch mit dem bestehenden Stromnetz. Guck mal, bald sind wir einen Stromkreis. Das ist ja toll. Ich verstehe dieses Stromsystem irgendwie nicht so richtig, weil der Verteiler hat jetzt irgendwie mehr Strom als eben zur Verfügung. Wir hatten vorher, glaube ich, irgendwie 140. Jetzt sind wir 150, obwohl wir keinen neuen Strom zugefügt haben. Ich weiß nicht, vielleicht stelle ich mich einfach nur blöd an. Das verstehe ich hoffentlich irgendwann noch. Aber für jetzt kann es das ja egal sein, weil jetzt können wir diese wunderbare Achterbahn eröffnen und haben damit unser nächstes Ziel erfüllt. Und wieso steht bei Besitze 5 Ebene Fahrgeschäft immer noch eine 3? Wir haben doch 1, 2, 3, 4. Das verstehe ich nicht ganz. Hat er nicht erkannt, dass das ein Blueprint ist und das deswegen nicht akzeptiert? Naja, wir hoffen einfach mal aufs Beste. Erstmal ist dieser Baum hier weg, da sind wir nämlich durchgefahren bei der Fahrt, das war geil. Sonst sind wir eigentlich ständig nur gegen die Schienen gefahren, ne? Die kann ich leider nicht ändern. Gut, wir haben eine neue Achterbahn. Die kostet dynamische 16 Euro, ich glaube auch. Mach mal 10 bis 20. Oder mehr so 8 bis 20, weil die Bahn ist halt wirklich nicht gut. Die wird auch direkt auf den Minimumpreis runtergesetzt, den ich hier eingebe. Ich glaube, die packe ich einfach auf Schnäppchen. 16 Dollar ist ein Schnäppchen für die Bahn, das finde ich absurd. So, dann bauen wir hier mal unseren kleinen Backstage-Mitarbeiter-Hub hin. Von dem haben wir ja eben schon gesprochen. So, jetzt ist unser kleiner Mitarbeiterbereich auch ein bisschen versteckt. Also halt wirklich versteckt. Da ist er jetzt fast unsichtbar geworden. Aber das ist doch gut. Dann haben die Mitarbeiter noch ein bisschen Platz da hinten. Wir brauchen irgendwie immer noch 2 Flatrides. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber eins sehe ich irgendwie hier in der Ecke.
Da die Workshop-Objekte ja scheinbar nicht funktionieren, bauen wir unsere eigenen. Und ein Riesenrad, finde ich, passt auch wirklich gut hier in die Ecke. Da hat man auch echt schön Überblick über den Park. Du hast auch keinen Strom. Ja gut, dann machen wir halt noch einen Generator hinter das Riesenrad. Und einfach nur, weil es mich glücklich macht, kann ich jetzt den Stromkreis verbinden. Zack, ist doch hübsch. Apropos hübsch, als nächstes machen wir das Riesenrad hübsch. Oh, damit denke ich, ist unser kleines Riesenrad auch schön integriert. Achso, es ist aber natürlich noch nicht geöffnet. Das machen wir gemeinsam hier. Zack. Und damit hat das nämlich jetzt auch das vierte Fahr geschafft. Ich weiß nicht, irgendwie die Blueprint-Sachen, die zählen scheinbar auch nicht. Fahrerleben ist halt nicht so toll, deswegen kommen wir nicht auf die 1000 Prestige, die wir ja brauchen, damit das Ding nicht veraltet nach ein paar Jahren, sondern, wie wir hier zum Beispiel sehen können, zu einem Klassiker wird. Hier hinten ist auch, glaube ich, echt lang kein Shop mehr gewesen. Ne? Das bietet sich doch eigentlich auch sehr gut an, hier einen Shop hinzustellen oder zwei, drei, viele. Unsere Gäste haben ein bisschen Hunger oder ein bisschen Durst. Also machen wir das Standardzeug dahin. Willkommen auf dem kleinen blauen Platz. Hier gibt es wieder was zu essen, was zu trinken für die ganzen Gäste. Ach nee, stimmt gar nicht. Hier gibt es zweimal was zu essen. Es gibt gar nichts zu trinken. Direkt neben dem blauen Riesenrad und dem Tempel, auf dem man einen schönen Blick hat, wenn man hier sitzt. Ja, ein paar Sitzmöglichkeiten. Haben wir die Ecke auch schön ausgenutzt, denke ich mal. Kümmern wir uns als nächstes um... Oh! Die Flatrates haben sich aktualisiert. Jetzt zählt das selten doch. Interessant, ich muss einfach ein bisschen warten. Spannend. Wir müssen noch eine Achterbahn bauen in dieser Folge. Und hier ist ja ein super Platz dafür, ne? Gehen wir doch direkt mal rein und bauen die Achterbahn der Folge. Und wieder einige Zeit später stehen wir jetzt vor unserer fertig thematisierten Achterbahn. Ist sie nicht schön? Ja, das Ganze hat jetzt doch wieder ein bisschen länger gedauert, als ich das gern zugeben möchte. Aber ich habe versucht, es diesmal wirklich ein bisschen einfacher und simpler zu halten. Einfach schon nur aus Zeitgründen. Ne? Also dieses ganze Achterbahn thematisieren dauert so lange, dass ich mir gesagt habe, ich muss irgendwo auch mal eine Grenze ziehen und habe das deswegen hier ein bisschen einfacher gehalten. Aber ich finde trotzdem, dass sie eigentlich ganz schön geworden ist. Also wenn wir jetzt uns hier mal anstellen, dann sehen wir auch die ganze Warteschlange und wie sie mit der Achterbahn interagiert. Das ist, glaube ich, schon ganz cool. Ich denke, jetzt fahren wir auch einmal mit unserer neuen, fertigen Achterbahn mit.
Ist eine coole Achterbahn mit einer Menge Airtime. Ich bin tatsächlich auch ziemlich zufrieden damit, wie sie geworden ist. Ich muss mir nur in Zukunft irgendwas anderes überlegen wegen der Zeit, allein weil es einfach so lange dauert, das alles zu bauen und das ist schwierig mit den ganzen Folgen, das aufrechtzuerhalten. Und damit sind wir jetzt bereit, uns unseren Karrierestern für diese Folge abzuholen. Und dafür müssen wir einfach nur diese Achterbahn eröffnen, die übrigens auch echt gute Bewertungen hat. So, hallo Onyx! Aber wir haben die Werbekampagne doch schon durchgeführt. Ich dachte, wir sind durch mit der Folge. Ja gut, dann mache ich die Werbekampagne halt nochmal kurz schnell im Offstream. Ich dachte, ach so, wir müssen Ladenliebhaber machen und um das zu machen, gibt es Voraussetzungen. Okay, wir müssen tatsächlich erstmal ein Souvenir, ein Getränke und einen Imbissladen haben, damit wir das Ding machen können. Aber ein Souvenir, das haben wir doch alles. Ich stelle mal drei Blueprints auf und guck mal, ob das dann ausreicht, weil eigentlich haben wir diese Sachen ja alle schon hier stehen überall. Ja, dann machen wir aus dem Platz hier einfach so eine Fressmeide, denke ich mal. Also das Momento eröffnen, das ist ein Souvenirladen. Viva la Vegan ist ein Imbissladen und Slush Hour ist Getränkeladen. So, die Preise sind alle angepasst. Dann schauen wir jetzt nochmal in unser Werbemenü rein. Jetzt können wir es auch machen. Nee, können wir nicht. Muss Souvenirladen sein. Das kann doch jetzt, das hier geht doch, muss doch als Souvenirladen durchgehen. Souvenirläden, ist doch alles Souvenirläden. Und wir haben auch schon eins, zwei, drei davon gebaut. Vielleicht erkennt, braucht das Spiel wieder ein bisschen Zeit, um es zu erkennen. Das hatten wir ja auch schon mal. Soll ich jetzt noch einen Souvenirladen bauen? Das ist ja, kann ja nicht die Lösung sein. Heads Fantastic haben wir noch nicht. Dann haben wir jetzt so nahezu alle Souvenirläden gebaut, die es im Spiel gibt. Ich frage mich ja so ein bisschen, ob, was ich da noch großartig tun soll. Ah, jetzt geht's. Ich musste einfach noch einen Souvenirladen bauen. Ich musste drei Souvenirläden bauen, nicht einen. Ich frage mich nicht, wieso. Vielleicht funktioniert auch nur Heads Fantastic. Und Just a Momento und Looney Balloons nicht? Oder das ist wieder die Theke, die nicht funktioniert hat? Oder das Spiel wieder ein bisschen mehr Zeit braucht, um das zu verarbeiten, dass ich die alle gebaut habe. Aber es hat es ja bei den anderen Läden nicht gebraucht. Hauptsache ist, dass ich es jetzt machen kann und wir unsere Werbung erstellen können. Ich lasse die Werbung jetzt einfach mal durchlaufen und sobald die durch ist... Ach, es geht direkt weiter, okay. Dass es diese Achterbahn wirklich gab, das ist so viel besser, als in der Bibliothek über sie zu lesen. Ich erinnere mich an meine erste Ausgrabung. All die Stunden an der Uni, die ich studierte und von den Dingen da draußen träumte. Aber das Gefühl, neue Entdeckungen zu machen, das lässt nie nach. Der Rausch, Geschichte auszugraben. Ich muss sagen, ihr beide würdet ein tolles Team abgeben wie... Wer war das nochmal, Eugene? Hannibal und Alexander? Die sind sich nie begegnet, Oswald. Knapp. Aber was, wenn doch? Sie wären unaufhaltsam gewesen, wie eine dieser schönen Achterbahnen. Oder sie hätten sich ständig gestritten. Woohoo, unser Goldabzeichen. Hey. Komisch, das ist alles. Also es war jetzt echt ein bisschen komisch mit der Werbekampagne. Ich dachte, sie muss durchlaufen und nicht einfach nur gestartet werden. Aber die Hauptsache, dass es zum Ende funktioniert hat und wir unseren Karriereparty weiterführen können. In der nächsten Folge werden wir uns dann wahrscheinlich um hier den letzten Bereich des Parks kümmern und dann ist unser erstes Szenario tatsächlich durch. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr euch ja mal diese Achterbahn hier runterladen. Gucken, wie gut das mit dem Workshop funktioniert. Ich glaube, ihr braucht dafür diesen Code hier. Den kann ich aber auch nochmal in die Videobeschreibung packen. Dann könnt ihr den einfach kopieren. Und ansonsten wäre es das für diese Folge. Und ich freue mich schon darauf, dieses Szenario abzuschließen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao! Willkommen auf Seven Sands mit Mitaro, Rick und Bluefire. Achterbahnträume und Gamingfeuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt hoch hinauf in Pläne, Coasters, Magie. Drum abonniert uns.